Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein Horoskop für den Monat Juli an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Dann gehen wir noch auf die Bereiche Liebe und Geld ein. Auf diesem Kanal werden regelmäßig Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Schieb deine ehrgeizigen Pläne nicht auf, nur weil es Sommer ist. Die Sonne steht bis zum 22. Juli im Krebs und in deinem 10. Haus für Karriere und Erfolg. Natürlich wirst du dir Zeit nehmen, um einen Ausgleich zu schaffen, ganz im Stil der Waage, mit all den Vergnügungen der Saison. Aber streiche deine hohen Prioritäten nicht zu weit nach unten auf der Liste. Die Krebssaison dauert nur 4 Wochen im Jahr und bietet dir die Gelegenheit, einige entscheidende Schritte zu unternehmen. Mitte des Monats kommt ein großer Moment für dich, denn die Mondknoten bewegen sich vom 17. Juli 2023 bis zum 11. Januar 2025 auf der Achse Widder-Waage. Da der karmische Südknoten für 18 Monate in die Waage wandert, kannst du einige deiner persönlichen Pläne für die nächsten 1,5 Jahre in den Brutkasten nehmen. Nimm dir Zeit, um starke Gefühle zu verarbeiten, die unerwartet auftauchen können. Vielleicht tauchst du ein wenig ab, um dich neu zu erfinden, neue Facetten deiner Identität zu erkunden oder einfach nur Zeit für dich zu haben. In der richtigen Dosierung ist das sehr gesund. Pass nur auf, dass du dich nicht isolierst, eine einsame Waage ist keine gute Sache. Da der karmische Nordknoten in den Widder und in dein Beziehungshaus zieht, könnten einige wichtige Menschen in deinen inneren Kreis treten. Es kann sogar sein, dass du mehr Menschen um dich herum hast als sonst und du dich über ein wenig heilige Einsamkeit freuen würdest. Ein weiterer Grund dafür? Nun, das wirst du herausfinden, wenn am 22. Juli die Saison des Löwen beginnt. Normalerweise ist dies eine der geselligsten vierwöchigen Perioden des Jahres für Wagen. Aber im Jahr 2023 wird dein Herrscherplanet Venus vom 22. Juli bis zum 3. September rückläufig sein, ebenfalls im Löwen. Es könnte zu Spannungen mit Freunden oder in Gruppen kommen. Ein Ex-Freund oder eine Ex-Freundin könnte wieder auftauchen, und da Löwe deinen Technologiesektor beherrscht, könnte er oder sie ohne Provokation in dein Postfach eindringen und dich überrumpeln. Sei vorsichtig, wenn du eine Wiedervereinigung in Betracht ziehst. Chiron, der Heiler, wird am 23. Juli rückläufig und wandert durch den Widder und dein Partnerschaftshaus. Sieh jede zurückkehrende frühere Liebe als Gelegenheit, dich von Bindungen zu lösen, die dir nicht mehr dienen. Eine aktuelle Beziehung könnte während der Rückläufigkeit von Venus und Chiron eine neue Ebene der Verletzlichkeit und Nähe erreichen, es ist nicht alles schlecht, Waage. Deine Beziehungen könnten sogar stärker werden als je zuvor. Bis zum 22. Juli ist Krebssaison. Während andere ihre Urlaubstage einlösen und am Strand faulenzen, könntest du als heißes Eisen auf der Arbeit die Temperaturen erhöhen. Die Sonne steht bis zum 22. Juli im Krebs und in deinem ehrgeizigen 10. Haus, was deinen Karrieremodus ankurbelt und ein paar Kontakte in dein Umfeld bringt. Was auch immer deine langfristigen Ziele sind, diese 3 Wochen helfen dir, Prioritäten zu setzen und deine Zeit zu organisieren, um sie zu erreichen. Keine Sorge, Waage, nach dem 22. Juli kannst du wieder zu deinem gewohnten Freizeitprogramm zurückkehren. In der Zwischenzeit solltest du Geschäftliches und Privates mischen, wann immer du kannst. Du könntest dich natürlich auch unter die Impresarios in den weißen Zelten mischen und in deiner besten Tag-zu-Abend-Kleidung einen Cocktail schlürfen. Aber wenn du bei einem morgendlichen Meeting den schicken Leinenanzug anziehst oder in deinen schicken Sommersandalen im Büro herumstolzierst, dann ist das auch in Ordnung. Die Sonne kommt nur einmal im Jahr hierher, also nutze sie zu deinem Vorteil. Der Steinbock-Vollmond ist am 3. Juli.
Mach eine kurze, herzliche Pause von deinen ehrgeizigen Plänen am 3. Juli, wenn der jährliche Steinbock-Vollmond dein viertes Haus und deine Familie beleuchtet. Du könntest einen intensiven Moment der Verbundenheit mit einem Verwandten erleben oder dir wird bewusst, wie dringend ein bestimmtes Band durchtrennt werden muss. Mit Jupiter, dem Planeten der Wahrheit und der Freiheit, in deinem intimen achten Haus, wirst du nicht in der Lage sein, die Flut authentischer Gefühle aufzuhalten, sobald sich die Schleusen öffnen. Der Steinbock-Vollmond bildet einen aktivierenden Winkel mit dem freimütigen Jupiter und bringt dich in Kontakt mit deinen ehrlichen Gefühlen. Als Waage liebst du Nähe, aber du musst auch deinen Freiraum respektieren. Heute musst du vielleicht ein offenes Gespräch mit einer wichtigen Person führen, die etwas zu viel von deiner Freizeit und Aufmerksamkeit beansprucht. Eine mächtige und einflussreiche Frau könnte bei diesem Vollmond in die Ereignisse hineinspielen. Du könntest dir auch bewusst werden, wo in deinem Zuhause die Energie aus dem Gleichgewicht geraten ist. Könnte Chateau-Waage eine Raumreinigung oder Feng Shui gebrauchen? Der Nordknoten tritt am 17. Juli in den Widder ein. Wo enden die anderen und wo beginnst du? In der zweiten Hälfte dieses Monats wird es wichtiger denn je, die Grenze zwischen Ich und Wir abzustecken. Vom 17. Juli 2023 bis zum 11. Januar 2025 wandern die Mondknoten über die Widder-Waage-Achse und aktivieren deinen Beziehungssektor, regiert von Widder, und dein erstes Haus des Selbstseins, regiert von Waage. Hast du deine Prioritäten zurückgestellt, um die Träume eines anderen Menschen zu verwirklichen? Oder bist du umgekehrt so festgefahren, dass kein Platz mehr für einen anderen Menschen ist, der zu deinem Leben beiträgt? In den nächsten anderthalb Jahren wirst du viele Gelegenheiten haben, diese Frage zu klären. Vielleicht ist es an der Zeit, dich von bestimmten Teilen deiner Identität zu trennen, über die du hinausgewachsen bist. Es hat keinen Sinn, stur an etwas festzuhalten, und der karmische Südknoten in deinem Zeichen macht Widerstand zwecklos. Manchmal musst du dich verirren, um dich selbst wiederzufinden. Der Nordknoten besucht den Widder nur alle 18,5 Jahre, zuletzt war er vom 27. Dezember 2004 bis zum 22. Juni 2006 hier. Wenn du dich an diese Zeit zurückerinnern kannst, wirst du vielleicht feststellen, dass ähnliche Themen wieder auftauchen. Bleib offen für neue Partnerschaften, sowohl geschäftlich als auch privat, denn der evolutionäre Nordknoten könnte dich mit jemandem verbinden, dessen Seelenfrequenz wirklich mit deiner übereinstimmt. Der Krebs-Neumond am 17. Juli ist ein Katalysator für deine Karriere. Am 17. Juli markiert der Krebs-Neumond einen starken Wendepunkt für deine Karriere und deine großen Pläne. Der Neumond steht für Neuanfänge und Aufbrüche, daher ist dies ein idealer Tag, um Vorsätze zu fassen oder einen entscheidenden Schritt zu tun. Die Ergebnisse deiner Handlungen werden sich in den kommenden 6 Monaten entfalten, also mach einen Schritt, irgendeinen Schritt, und das Universum wird dir antworten. Wenn du dir über deine Lebensziele oder deinen beruflichen Weg im Unklaren bist, ist dieser Neumond ein guter Zeitpunkt, um deine Optionen zu erkunden. Hast du zu sehr den Netten gespielt oder bist du zu sehr in den Hintergrund getreten? Wir alle brauchen eine Pause vom Druck der Verantwortung, aber der heutige Neumond ruft dich dazu auf, deine Macht zu nutzen. Kein Verstecken mehr. Im Gegenzug könntest du eine prestigeträchtige Führungsmöglichkeit oder Anerkennung für deine Talente erhalten. Neumonde leiten neue 6-monatige Kapitel ein, und dieses wird am 26. Dezember mit dem Krebsvollmond seinen Höhepunkt erreichen. Mach dir ein paar große Ziele klar, die du erreichen möchtest, bevor der Kalender sich dreht. Setze dir Vorsätze und lege handlungsfähige Schritte fest, um sie zu erreichen. Die Mars-Saturn-Opposition am 20. Juli. Verlasse die Waage aus dem Märtyrermodus. Der intensive Mars in deinem aufopferungsvollen 12. Haus setzt den düsteren Saturn am 20. Juli unter Druck und macht deutlich, dass du klare Grenzen ziehen musst.
Du hast genug davon, dich für das Team zu opfern. Verteile die Last neu und übertrage die Aufgaben in die Hände anderer. Wenn sich der ungeduldige Mars und der vorsichtige Saturn gegenüberstehen, ist es, als würdest du mit einem Fuß auf dem Gas und mit dem anderen auf der Bremse stehen. Um ein kosmisches Schleudertrauma zu vermeiden, solltest du mit Bedacht delegieren und sicherstellen, dass jeder, den du in dein Team aufnimmst, der Aufgabe auch wirklich gewachsen ist. Die Schulter eines vertrauten Freundes ersetzt keinen ausgebildeten Therapeuten. Der neue Hochschulabsolvent kostet vielleicht nichts, aber seine Dienste bringen vielleicht keine professionellen Ergebnisse. Du bekommst zurück, was du investierst, also investiere klug. Die Sonne tritt am 22. Juli in den Löwen ein, und Venus wird rückläufig im Löwen. Nicht nach dem 22. Juli, wenn die Sonne in den Löwen eintritt und dein 11. Haus für Gruppenaktivitäten und Freundschaften in Schwung bringt. Das ausgeglichene Leben, nach dem du dich sehnst, kehrt zurück und du kannst deine sozialen Schmetterlingsflügel weit ausbreiten, die Waage. Du wirst sogar noch mehr erreichen, wenn du dich von deinem Arbeitsplatz entfernst und dich in der Welt um dich herum bewegst. Knüpfe fleißig Netzwerke, besuche Partys und Veranstaltungen und stelle deine Ideen in den sozialen Medien vor. Allerdings gibt es für Löwe in diesem Jahr eine kosmische Herausforderung, die du sorgfältig meistern musst. Dein herrschender Planet, die Venus, wird vom 22. Juli bis zum 3. September rückläufig sein, eine Wendung, die die gesamte Löwesaison überdauert und teilweise in die Jungfrauzeit hineinreicht. Venus wird alle 18 Monate für etwa 6 Wochen rückläufig, was die Harmonie in deinen engsten Beziehungen stören und die Menschen lieblos, wertend und generell lieblos machen kann. Vielleicht hast du jetzt auch Zweifel an bestimmten Beziehungen. Die rückläufige Venus in Löwe kann den Zusammenhalt einer Freundschaft oder einer Gruppe ins Wanken bringen. Vielleicht musst du eine Zusammenarbeit auf Eis legen, wenn ihr euch nicht einig seid, oder dich von einer Person trennen, die in deinem Leben für Ärger sorgt. Single? Sei vorsichtig beim Dating und prüfe die Leute genau, bevor du dich mit ihnen triffst. Du gehst es lieber langsam an, und es ist klug, dass du dabei bleibst. Chiron wird am 23. Juli rückläufig. Als ob die rückläufige Venus nicht schon genug wäre, bekommst du jetzt noch mehr kosmische Ermutigung, um intime Muster zu korrigieren. Trägst du immer noch Verletzungen aus der Vergangenheit in deine Partnerschaften? Deine Beziehung oder ein Liebesinteresse oder dein Wunsch nach einem Partner rückt am 23. Juli ins Rampenlicht und bleibt dort für fast den Rest des Jahres, dank des Rückläufers Chiron, dem verwundeten Heiler, in deinem 7. Haus der dynamischen Duos. Bis zum 6. Dezember solltest du nicht davor zurückschrecken, unter die Oberfläche zu schauen. Sogar Konflikte können ein Wegweiser sein, der dich zum Kern der Sache führt. Die nächsten 5 Monate sind eine wunderbare Zeit, um deine tieferen Themen rund um alle deine engsten Bindungen zu erforschen, vielleicht mit einem Therapeuten oder einem spirituellen Lehrer. Denke daran, es sind nicht so sehr die Menschen in deinem Leben, die das Problem sind, sondern die festgefahrene Dynamik, die du nicht durchbrechen konntest. Wenn Chiron und Venus rückläufig sind, könntest du endlich die Einsicht gewinnen, die du brauchst, um diese Muster zu verändern. Nun schauen wir uns den Bereich Liebe an. Der Monat beginnt mit dem Besuch der Liebesplaneten Venus und Mars im Löwen, die dein 11. Haus der platonischen Beziehungen, der Technologie und der Gelegenheit Verbindungen aufpeppen. Es könnte sein, dass zwischen dir und einem Freund oder einer Freundin, die du in deinem sozialen Umfeld kennengelernt hast, die Funken sprühen. Venus ist vom 5. Juni bis zum 8. Oktober für 4 Monate in Löwe, während Mars am 10. Juli einen 7-wöchigen Aufenthalt in Löwe abschließt. In der 2. Woche des Monats dreht sich der Wind ein wenig. Mit dem leidenschaftlichen Mars, der vom 10. Juli bis zum 27. August durch die Jungfrau und dein unterirdisches 12. Haus trudelt,
wirst du abwechselnd von Fantasie und Chemie beflügelt, unterbrochen von einigen intensiven Gefühlsausbrüchen. Es kann sein, dass du gleichzeitig von einer neuen Liebe träumst und das Ende einer anderen betrauerst. Gibt es eine alte Wunde, die du ein für alle Mal heilen willst, Waage? Jeder wurde schon einmal verletzt, aber nur wenn wir sie vollständig verarbeiten und loslassen, können wir wachsen. Mars in der Jungfrau kann dich dabei unterstützen. Und wenn das noch nicht reicht, dann warte einfach bis zum 22. Juli, wenn dein herrschender Planet Venus seine sechswöchige Rückläufigkeit einleitet, eine Zeit, in der du über vergangene romantische Entscheidungen nachdenken und Reue und Grübel ein für allemal hinter dir lassen kannst. Viele Astrologen betrachten die Venus-Rückläufigkeit als Stoppphase für die Liebe, da unsere normalen Vorräte an Mitgefühl und Harmonie verloren gehen können. Und es stimmt, dass Ex-Partner wieder auftauchen und Beziehungen in dieser Zeit auf die Probe gestellt werden. Selbst wenn deine Beziehung felsenfest ist, könnte es Schwierigkeiten geben, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Obwohl die meisten Astrologen davon abraten, während der Venus-Rückläufigkeit zu heiraten, kann diese Zeit ein guter Zeitpunkt sein, um dein Eheversprechen oder deine Verpflichtungen zu erneuern. Vom 22. Juli bis zum 3. September ist Venus rückläufig in Löwe und stört dein 11. Haus der Freundschaft und der lockeren Beziehungen. Ein Silberstreif am Horizont, wenn du schon einen Venus-Rückläufigkeitszyklus durchmachen musst, dann wenigstens in einem der am wenigsten romantischen Teile deines Horoskops. Wenn überhaupt, wirst du die Reibung eher in deinem sozialen Umfeld spüren. Das 11. Haus regiert die Technologie, also könnte dies eine gute Zeit sein, um eine Auszeit vom Online-Dating zu nehmen. Du oder eine andere Person könntet kühl und aloof wirken, ich brauche etwas Freiraum, könnte ein Satz sein, den du entweder sagst oder hörst. Manchmal trennen sich Paare oder überdenken ihre Beziehung während des Venusrückgangs. Ziehe dich jetzt von aufgeheizten Emotionen zurück. Wenn du dich in einer Beziehung ein bisschen klaustrophobisch fühlst, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um alte Freunde zu besuchen oder einfach nur eure getrennten Interessen ein bisschen mehr zu genießen. Während Venus rückläufig ist, kann die Abwesenheit das Herz tatsächlich wachsen lassen. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Bereiche Geld und Finanzen. Diesen Monat beginnt ein neues Karrierekapitel für dich, Waage. Zunächst heizt die Sonne im Krebs bis zum 22. Juli dein berufliches 10. Haus an. Am 9. Juli legt ein ehrgeiziger Krebsneumond den Grundstein für einen sechsmonatigen Erfolgszyklus. Mach die ersten Schritte in Richtung eines hochgesteckten Ziels und konzentriere dich darauf, wo du Anfang 2022 sein möchtest. Dann entwickle den Prozess, der dir helfen soll, diesen Meilenstein zu erreichen. Hast du hinter den Kulissen geschuftet? Der Wassermann-Vollmond am 23. Juli bringt dich vor die Kamera, denn er erhält dein 5. Haus des Ruhmes und des herzlichen Selbstausdrucks. Bringe mehr von dir ins Bild, sowohl wörtlich als auch symbolisch. Erzähle eine bewegende Geschichte, teile eine inspirierende persönliche Veränderung mit, zeige deiner Gemeinde ein verborgenes Talent. Vielen Dank fürs Zuschauen. Links findest du eine Schlafhypnose für schnelleres und sanfteres Einschlafen. Rechts findest du dein aktuelles Wochenhoroskop. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Bis bald!